The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. Antonio Banderas ist ein spanischer Schauspieler, der ganz locker Hollywood erobert hat. Er ist Produzent, Regisseur, Sänger und Geschäftsmann. Dieser charismatische und großartige Mensch hat eine Menge von Bewunderern auf der ganzen Welt. Mick Show präsentiert. Antonio Banderas, was ist aus Hollywoods Macho geworden? Sein vollständiger Name lautet José Antonio Domínguez Bandera. Er wurde am 10. August 1960 in Malaga im Süden Spaniens geboren. Sein Vater, José Domínguez Prieto, war Offizier der spanischen Civil Guard. Und seine Mutter, Ana Bandera Gallego, arbeitete als Lehrerin. Der Schauspieler hat auch einen jüngeren Bruder, Francisco Javier. Besonderes Interesse am Lernen hat der junge Antonio nicht gezeigt. Er spielte gern Fußball und wollte ein Profi werden. Wegen eines Beinbruchs musste er seinen Traum jedoch aufgeben. Im Alter von 14 Jahren besuchte Antonio und seine Freunde eine Theateraufführung Hair. Die Geschichte der Liebenden, die während des Vietnamkriegs und der Hippie-Bewegung spielt, berührte Antonio sehr. Er beschloss, sich selbst am Theater zu versuchen. Antonio begann zu studieren und wurde Mitglied von einer Theater-AG. Es ist bemerkenswert, dass der Schauspieler zunächst das Pseudonym Antonio Abascal verwendete. Dann nahm er den Namen seiner Mutter und fügte ihm den Buchstaben S hinzu. Antonio zeigte einen großen Eifer, aber nur wenige Menschen nahmen seine Leidenschaft ernst. Als der zukünftige Schauspieler 16 Jahre alt war, besuchte er die Schule für dramatische Kunst in Malaga und schloss sich einer der Theatergruppen der Stadt an. Nach seinem Abschluss ging Antonio nach Madrid, um sich als Schauspieler weiterzuentwickeln. Dort arbeitete er als Kellner, Verleger und sogar als Model, bis er in das Nationaltheater aufgenommen wurde. Zur gleichen Zeit beteiligte sich Antonio an der kulturellen Bewegung La Movida Madrilena, was bedeutet Madrider Bewegung, und nahm experimentellen Aufführungen und Performances teil. Einer der brillantesten Vertreter dieser Bewegung wurde auf ihn aufmerksam gemacht, Pedro Almodóvar. Er lud ihn in seinem Film Labyrinth of Passion teilzunehmen. Der junge Schauspieler bekam die Rolle eines radikalen Islamisten, der in einen homosexuellen muslimischen Prinzen verliebt ist. Übrigens betrug die erste Gage von Antonio etwa 100.000 Pesetten. Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur gab den Anstoß für die Entwicklung seiner Karriere. Er begann aktiv in einer großen Anzahl von spanischen Filmen zu spielen. Einen weiteren Karriereschub erhielt Banderas 1985 in Almodóvar's Matador. Er spielte einen jungen Mann vom Lande, der die Verantwortung für die von seinem Mentor begangenen Morde übernimmt. Der Regisseur selbst hält dieses Bild nicht für besonders erfolgreich. Er war mehr begeistert von der Arbeit des Films Low Desire, in dem Banderas eine der Hauptrollen spielte. Die Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur setzte sich auch am Set des Films Women on the Verge of a Nervous Breakdown fort. Antonio spielte auch in Filmen von anderen Regisseuren mit. Während dieser Zeit wurden viele andere Filme mit seiner Beteiligung veröffentlicht. Der charmante junge Schauspieler hatte viele Aufmerksamkeit von Frauen. Im Jahr 1987 heiratete er die spanische Schauspielerin Ana Lessa, die er in einem Restaurant in der Nähe des Theaters kennenlernte. Banderas verliebte sich und bald war das Paar verheiratet. Der Trauzeuge bei der Hochzeit war übrigens Pedro Almodóvar. Schon bald gab Ana ihre Karriere auf und widmete sich ihrem Mann, der ein Weltstar werden wollte. Sie suchte die Garderobe aus, erstellte Terminplan und achtete auf seine Ernährung. Leider hörte die Beziehung zwischen Antonio und Pedro Almodóvar für 19 Jahre lang auf. Der Grund dafür war die Weigerung des Schauspielers, an den Dreharbeiten für Kika teilzunehmen. Und Banderas nahm zu dieser Zeit Hollywood im Visier. Sein erster amerikanischer Film war das Musikdrama The Mambo Kings, in dem er eine der Hauptrollen spielte. Für dieses Bild arbeitete der Schauspieler sehr lange an seiner Aussprache mit einem Englischlehrer. 6 Monate verbrachte er am Set in Amerika und verliebte sich in dieses Land. Der ganze Erfolg von Banderas ist in seinem Heimatland geblieben. Antonio musste wieder das Publikum erobern. Und obwohl der Film King's Mambo die Erwartungen der Produzenten nicht ganz erfüllte, wird der spanische Macho doch noch wahrgenommen. 1993 tritt Antonio in dem Melodrama The House of Spirits auf und in dem Drama Philadelphia mit Tom Hanks und Denzel Washington auf. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Eh?
Dieser Film wurde von Kritikern und Publikum hochgelobt und war für Banderas eine glückliche Eintrittskarte nach Hollywood. 1994 spielte Banderas die Hauptrolle of Love and Shadows und eine Nebenrolle von Vampire Ehrman im Film Interview with the Vampire. You know how few vampires have the stamina for immortality. Das Jahr 1995 war für den Schauspieler sehr produktiv. Auf den Bildschirmen erschienen ein und nach dem anderen Bilder mit seiner Beteiligung. An der Seite von Sylvester Stallone spielt er in dem Krimi Assassins, tritt in der Komödie Four Rooms auf, spielt die Hauptrolle in dem Melodrama Miami Rhapsody und in dem Thriller Never Talk to Strangers. Besonders interessant für Kritiker und das Publikum war der Film Desperado. I'm looking for a man who calls himself Butcho. But you had to do it the hard way. Die Rolle wurde als eine von Banderas besten Arbeiten in den 90er Jahren gefeiert. Und der Kuss zwischen Banderas und seiner Partnerin Selma Hayek wurde für den MTV Award für den besten Kuss nominiert. Übrigens kam die gesamte Filmcrew zu der Bettszene zwischen den Hauptdarstellern, aber am Ende blieben nur der Regisseur und der Drehbuchautor. Es ist bemerkenswert, dass Banderas am Set des Films auch als Musiker auftrat. Der Schauspieler spielt selbst Gitarre in allen Szenen, in denen dies von seiner Figur verlangt wurde. Aber in einem anderen Bild, die Komödie Too Much, begeisterte nicht nur die Kritiker, sondern wurde etwas Besonderes für den Schauspieler. Da lernte er Melanie Griffith kennen. Sie beide hatten eine offizielle Beziehung. Melanie war mit Don Johnson verheiratet und Anthony war immer noch mit Anna verheiratet, obwohl sich ihre Beziehung in letzter Zeit etwas abgekühlt hatte. Er wirkte aktiv in den USA und seine Frau zog es vor, in Spanien zu leben. Nach den gemeinsamen Dreharbeiten trafen sich die Schauspieler gelegentlich und Banderas merkte, dass er sich verliebt hatte. Er schien mit Melanie zusammen in der Öffentlichkeit. Als Anna davon erfuhr, flog sie in die USA und dann wischte Anthony und Melanie zusammen. Die Beziehung wurde zerbrochen, das Scheidungsverfahren wurde eingeleitet und Anna wollte sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Als Anthony und Melanie jedoch in die Heimatstadt des Schauspielers ankamen, wurden sie nicht nur von der Ex-Frau und den Eltern unfreundlich empfangen, sondern auch von den lokalen Medien. Sie ließen Melanie wie eine Ehezerstörerin aussehen. So oder so, aber am 14. Mai 1996 in London heiratete Anthony Melanie. Und später im September desselben Jahres wurde ihre Tochter Stella Delacombe Banderas Griffith geboren. Übrigens gelang es Antonio, sich mit Griffiths Tochter aus ihrer früheren Ehe, der Carter Johnson, gut zu verstehen. Das Paar Antonio und Melanie galt lange Zeit als vorbildlich. Ihrem Mann zuliebe hat die Schauspielerin die Alkohol- und Drogensucht überwunden. Und Antonio unterstützte seine Frau und versuchte sie von Schönheitsoperationen abzureden und verhielt sich wie ein vorbildlicher Vater. Übrigens sagt man, dass sich der Schauspieler schon 6 Jahre vor ihrem Treffen in sie verliebt hatte, als er sie in dem Film Something Wild auf der Leinwand gesehen hatte. 1996 kam das Musical Evita auf die Leinwand, in dem Banderas zusammen mit Madonna spielte. Die männliche Hauptrolle in dem Film brachte Antonio eine Nominierung für den Golden Globe und 4 Millionen Dollar. Übrigens, wie die Sängerin selbst zugab, war sie schon lange sehr an Antonio interessiert. Einmal lud Madonna ihn zur Premiere des Films mit ihrer Beteiligung an, aber er kam mit seiner Frau. 1998 erschien der Film The Mask of Zorro, der hohe Bewertungen von Kritikern und dem Publikum erhielt. Für die Rolle des Alejandro trainierte Antonio innerhalb von 4 Monaten in der spanischen Olympia-Fechtenmannschaft. Laut dem Trainer wurde er zu einem erfahrenen Fechter. Für diese Rolle gewann der Schauspieler den Publikumspreis der Europäischen Filmakademie und wurde für einen Golden Globe nominiert. Antonio Banderas ist ein Star erstes Grades geworden. Er spielte viel und versuchte sich auch als Regisseur. Im Jahr 1999 erschien sein eigener Film Crazy in Alabama, in dem die Hauptrolle von seiner Frau Melanie Griffith gespielt wurde. Das Bild hatte nicht so großen Erfolg, wurde aber ein wichtiger Meilenstein des Schauspielers. Im selben Jahr kam der Abenteuerfilm The Turn Thief Warrior in die Kinos, in dem Antonio die Hauptrolle spielte. You could have killed him at will. Yes. Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate string. Im selben Jahr zusammen mit Woody Harrelson spielte er in der Sportdrama Play It to the Bone und erschien auch in der Komödie The White River Kid. Seine Beliebtheit wuchs, ebenso wie seine Gagen. So erhielt Banderas für seine Rolle in dem Film The Body im Jahr 2000 12 Millionen Dollar.
Im folgenden Jahr wurde Antonio zum Partner von Angelina Jolie bei den Dreharbeiten zur Original Sin. Liar! Thief! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? Don't you see? I cannot breathe without you! Der sinnliche Film bestätigte die Titel des Sexsymbols von den Schauspielern und Jolie musste sogar Gerüchte über die Romanze mit dem spanischen Macho widerlegen. Ebenfalls 2001 nahm Banderas eine Einladung von Robert Rodriguez an, in der Abenteuerkomödie Spy Kids mitzuspielen. Später folgten zwei weitere Teile dieses Films. 2002 arbeitete Antonio wieder mit Salma Hayek bei den Dreharbeiten zu Frida und spielte die männliche Hauptrolle in dem französisch-schweizerischen Film Femme Fatale. Keine gute Erfahrung für ihn das Bild des gleichen Jahres Ballistic X Server. Dieses Bild hat niedrige Bewertungen erhalten. 2003 erschienen mehrere Filme mit dem spanischen Macho. Ende Sommer gab es die Premiere der Fortsetzung der Geschichte Once Upon a Time in Mexico und im Herbst kam das Drama Imagining Argentina. Im Fernsehen spielte Banderas die Rolle des Revolutionärs Pancho Villa in dem HBO-Film mit demselben Namen. Für diese Rolle erhielt er übrigens eine Nominierung für Emmy und einen Golden Globe. 2004 vertonte Antonio Banderas die Rolle des Katers in dem Animationsfilm Shrek 3. Der charmante und herzhörnige gestiefelte Kater wurde beim Publikum beliebt und wurde zu einem festen Bestandteil der nachfolgenden Shrek-Filme. Nebenbei bemerkt, ritzt der gestiefelte Kater den Buchstaben P mit seinem Schwert in drei Zügen auf einen Baum. Das ist eine Anspielung auf Zorro. Übrigens spielte Antonio ein Jahr nach diesem Zeichentrickfilm als Zorro in The Legend of Zorro wieder. Look, I know what you're thinking, but Elena, Elena, listen, listen. No, here is me, here is Quirin, we're this far apart. Interessanterweise ist der attraktive spanische Macho nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Er singt in den Filmen, wenn es gebraucht wird. So wurde das Lied aus dem Film Desperado ein beliebter Hit. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Im Jahr 2005 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Auf den Aufschwung folgte jedoch unweigerlich ein Abstieg. Antonio Banderas spielte in den folgenden Jahren immer seltener in A-Movies und verlangsamte das Tempo seiner Auftritte auf der Leinwand etwas. 2006 spielte er die Hauptrolle im Drama Take the Lead. Später spielte er an der Seite von Jennifer Lopez in dem Krimi Border Town. Und dann auch an der Komödie My Mom's New Boyfriend teil. Im Jahr 2008 spielte Banderas die Rolle von Ralph in dem Dramafilm The Other Man und trat mit Morgan Freeman in dem Krimi Thick as Thieves auf. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out, I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. 2009 wurde der Schauspieler wegen eines gutartigen Tumors am Rücken operiert und im folgenden Jahr spielte er in mehreren anderen Filmen mit. 2011 erschien ein abenteuerlicher Animationsfilm über den gestiefelten Kater, der von dem legendären Macho vertont wurde, und ein Abenteuerdrama Black Gold. Im selben Jahr feierte auch der Film The Skin I Live In Premiere, eine Wiedervereinigung der legendären kreativen Vereinigung von Antonio Banderas und Pedro Almodóvar. Der Psychothriller war ein Meisterwerk, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. 2012 spielte der Schauspieler in dem Actionfilm Haywire und der Science-Fiction-Komödie Ruby Sparks. 2013 ist Banderas erneut als Synchronsprecher tätig, diesmal in dem Animationsfilm Justin and the Knights of Valor. Außerdem arbeitete wieder mit Rodriguez bei dem Film Machete Kills und mit Almodóvar in der Komödie I'm So Excited. 2014 wurde bekannt, dass die Ehefrau des Schauspielers Melanie Griffith die Scheidung eingereicht hatte. Als Grund nannte sie die Untreue ihres Mannes mit der Schauspielerin Natalie Byrne, mit der er am Set von Expendables 3 zusammenarbeitete. Aber wie das Mädchen zugab, gab es keinen Grund für solche Behauptungen, außer Melanies krankhafte Eifersucht. Die Scheidung verlief ziemlich schnell und skandalös. Die Eheleute teilten ihren Besitz aktiv auf, sie verkauften ihre Villa in Los Angeles für 60 Millionen und teilten den Gewinn. Die Einnahmen aus den Projekten, die sie während ihres gemeinsamen Lebens hatten, wurden mitgerechnet. Am Ende erhielt Melanie ein Haus in Aspen und Picassos, das Mädchen und der Künstler, und Banderas eine Bleistiftzeichnung desselben Meisters sowie eine Bleistiftskizze des Künstlers Diego Rivera.
Darüber hinaus verpflichtete sich der Schauspieler Griffith jährlich $780.000 Ehegattungsunterhalt zu zahlen. Seit seiner Scheidung wird dem Schauspieler eine Vielzahl von Beziehungen zugeschrieben. Mit Sharon Stone zum Beispiel. Jetzt ist er mit der holländischen Finanziererin Nicole Campbell zusammen, die Ordnung und Gemessenheit in Antonios Leben bringt. In den folgenden Jahren spielte Antonio in vielen Filmen mit. Er spielte die Hauptrolle in dem Actionfilm Automata und im biografischen Drama The 33. Außerdem spielte er in dem Melodrama Knight of Cups, in dem spanischen Drama Altamira, in dem Thriller Black Butterfly und in dem Actionfilm Security. 2015 begann Medeiros, sich für Mode zu interessieren und schrieb sich an der berühmten britischen Hochschule Central St. Martins ein. Laut dem Geständnis des Schauspielers war es schon lange sein Traum gewesen. 2016 arbeitete er übrigens mit der Marke Selected zusammen. Der Schauspieler fungierte als Designer der Herrenkollektion. 2017 spielte er in den Filmen Bullet Head, Acts of Vengeance und der Serie Genius mit, über den legendären Pablo Picasso. Für seine Leistung in dieser Rolle wurde Antonio für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu der Serie erlitt der Schauspieler einen Herzinfarkt. Alles wurde gut überstanden, aber Antonio überdachte ernsthaft seinen Lebensstil, gab schlechte Angewohnheiten auf, begann häufiger Sport zu treiben und seine Gesundheit zu überwachen. 2018 spielte Antonio die Hauptrolle in dem Melodrama Life Itself. Im Jahr darauf ist er in dem Film The Laundromat zu sehen. Außerdem arbeitet er wieder mit Pedro Almodovar bei den Dreharbeiten von Pain and Glory zusammen. Dieses Werk brachte Banderas übrigens seine lang ersehene erste Oscar-Nominierung sowie eine Golden Globe-Nominierung ein. 2020 nahm der Schauspieler an den Dreharbeiten zu dem Film Doolittle teil. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters, but in this instance I think we can all agree it is particularly accurate. Heutzutage spielt der Schauspieler wieder weiter im Film, wie zum Beispiel in der Komödie-Drama Official Competition, was gerade gedreht wurde. Die Hauptdarsteller sind Antonio Banderas und Penelope Cruz. Im Juni 2021 wurde der Film The Hitman's Wife's Bodyguard veröffentlicht. Am Anfang 2022 feierte man die Premiere des Action-Abenteuerfilms Uncharted mit Tom Holland und Mark Wahlberg und Antonio Banderas. Und im selben Jahr kam der Animationsfilm Puss in Boots. Ebenfalls wurde angekündigt der biografische Film DALL-E und der Science-Fiction-Thriller Solo. In beiden Filmen hat der Schauspieler eine Hauptrolle. Jetzt beträgt das Vermögen von Antonio Banderas $50 Millionen. Neben den Dreharbeiten hat Banderas immer wieder als Gesicht von Werbemarken fungiert, darunter Orbit. Das witzige Video, in dem der Schauspieler einen Dialog mit einem Donut führt, kam beim Publikum sehr gut an. Außerdem spielt er die Hauptrolle in der Werbung für Policebrillen. Außerdem wurde Antonio Banderas und Olga Kurylenko die Gesichter der Werbekampagne für das neue Parfüm Secret Temptation der Parfümmarke Banderas. Im Allgemeinen ist Banderas aktiv im Geschäft tätig. Seit 1997 bringt er seine Parfümmarke Antonio Banderas heraus. Es sind bereits 22 Düfte auf dem Markt, 13 für Männer und 9 für Frauen. Antonio besucht persönlich Parfümeure und lernt von ihnen die Kunst der Kreation neuer Düfte kennen. Darüber hinaus besitzt der Schauspieler seit 2009 ein Weingut in Spanien. Ihm gehören 50% des Weinguts Anta Banderas in Villalba del Buduero, das ursprünglich Anta Bodegas hieß und bis zu 1,5 Millionen Flaschen Wein pro Jahr produziert, sowie Olivenöl. Banderas hatte sich zuvor als Restaurantbesitzer in Posada de Antonio versucht, gab das Geschäft dann aber auf. Außerdem besaß er 2010 das MotoGP-Team Jack & Jones bei Antonio Banderas, das in der Moto2-Klasse auftrat. Banderas unterstützt heute den Fußballclub Malaga und die spanische Sozialistische Arbeiterpartei. Der Schauspieler engagiert sich auch für wohltätige Zwecke und ist UN-Goodwill-Botschafter. Im Jahr 2019 eröffnete er in seiner Heimatstadt ein neues Theater mit Platz für 800 Personen. Antonio Banderas besitzt auch verschiedene Immobilien. Während seiner Ehe mit Melanie Griffith besaß er eine Villa im gehobenen historischen Viertel Hancock Park in Los Angeles. Ursprünglich erwarb er die Villa 1999 für $4,2 Millionen. Danach kaufte er sich das angrenzende Grundstück für $1,3 Millionen und baute es in das Anwesen an.
Das Innere der Villa des Stars ist im klassischen Stil gehalten. Während der Scheidung wurde das Anwesen zum Verkauf angeboten und nur 10 Tage später für 60 Millionen Dollar verkauft. Das Anwesen in Aspen ging nach der Scheidung an Melanie Griffin. Das in den Bergen eingebettete Haus ist voller Licht und Gemütlichkeit. Große Panoramafenster, viel Holz und dekorative Details machen die Räume lebendig und gemütlich. Das Ex-Ehepaar wollte das Haus zunächst für 10 Millionen Dollar verkaufen, vermietete das dann und bekam am Ende nur 4 Millionen Dollar. Während des Scheidungsverfahrens kaufte Antonia Griffiths Anteil an ihrer New Yorker Wohnung für 4 Millionen Dollar. Die elegant eingerichtete Wohnung befindet sich in einem Prestigebau. Im Jahr 2018 bot der Schauspieler die Wohnung zum Verkauf an und verlangte 8 Millionen Dollar dafür. 2014 wurde berichtet, dass der Schauspieler ein Penthouse in Malaga gekauft hatte. Allein in der Umgebung von Malaga, Torremolinos und Benal Madene sollte der Schauspieler 7 Häuser und 14 Immobilienobjekte, darunter ein Barrestaurant am Hafen, gekauft haben. Es ist bekannt, dass die Behörden Banderas im Jahr 2008 gezwungen hatten, einen Teil des Anwesens mit dem Namen Siegel in Marbel abzureißen, da das Haus von den früheren Eigentümern ohne Genehmigung gebaut wurde. Der Schauspieler hat einen Rechtsstreit angestrengt. Jetzt lebt Banderas in England in einem Herrenhaus in der Grafschaft Surrey. Der neue Kauf kostete ihm 3,1 Millionen Euro. Das Haus hat riesige Fenster und Deckenbalken, es ist lichtdurchleuchtet und der Schauspieler liebt diesen Ort einfach. Er fährt sogar mit dem Fahrrad in den Wald und durch die Nachbarschaft. Neben seinem Fahrrad besitzt Banderas übrigens auch einen Bentley Continental Supersport, einen Porsche 911 Cabriolet, einen Audi A7 und sogar einen Privatjet. Was glauben Sie, hat Antonio Banderas so erfolgreich gemacht? Richard Gere, wie der Frauenschwarm lebt und wofür er seine Millionen ausgibt. Richard Tiffany Gere wurde am 31. August 1949 als Sohn der Hausfrau Doris Ann und des Versicherungsvertreters Homer George in einer amerikanischen Familie geboren. Die Familie war groß, neben Richard, der als zweites Kind geboren wurde, hatten die Geres 5 Kinder. Die Eltern waren gebildet und hatten ein tolles Leben in der Vorstadt New Yorks. Die Eltern bemühten sich um eine harmonische Erziehung. Es gab Raum und Kommunikation mit der Natur, denn die Familie lebte in einer kleinen ländlichen Stadt und trieb viel Sport. Der Schauspieler spielte Gitarre und war gut in der Schultheatergruppe und übte sich in Gymnastik. Nachdem er nach der Schule ein Sportstipendium erhalten hatte, ging er in die Universität von Massachusetts, um Philosophie und Regie zu studieren. Zu dieser Zeit träumte er davon, Berufsmusiker zu werden und sah sich als weltberühmter Trompeter. Diese verrückten Träume hinderten ihn schließlich daran, seinen Abschluss zu machen. Zunächst verließ er die Universität, um eine Stelle als Musiker anzunehmen. Dann begann er sich für das Theater zu interessieren und brach das Studium ab. Als er nach New York kam, versuchte er sich an Theatern und eines Tages hatte er Glück. 1975 bekam er nach einer Reihe von Nebenrollen die Hauptrolle in dem Stück Killer's Head. Auf der Bühne stand er die ganze Zeit mit verbundenen Augen und spielte einen zu Tode verurteilten Mörder. Das spielte dem jungen Schauspieler in die Hände. Zu dieser Zeit war er sehr zurückgezogen und schüchtern, was sein Können beeinträchtigte. In diesem Fall aber hörte der Saal nur seine Stimme, die das Publikum buchstäblich in ihrem Bann zog. Das Spiel des jungen Schauspielers war so begabt, dass er den Filmproduzenten auffiel. Zunächst traf er in Filmen wie Report of to the Commissioner, Looking for Mr. Goodbar, Days of Heaven, Blood Brothers und Yanks auf. Und dann hatte er Glück. John Travolta weigerte sich, in American Gigolo zu spielen und die Arbeit ging an Gere. Mit einem Honorar von 35.000 Dollar. Dank dieser Rolle wurde er sofort zum Liebling einer Menge von Zuschauerinnen. Eine große Rolle spielte dabei die Tatsache, dass der Schauspieler in einigen Szenen völlig nackt reden musste. Für ihn war das Image der Frauenschwarms und die Rolle des Lieblingsheldens festgeschrieben. Und das begann ihn zu belasten. 2 Jahre später wurde Richard die Hauptrolle angeboten, die Travolta ironischerweise wieder ablehnte. Der Film An Officer and a Gentleman war ein großer Erfolg, gewann 2 Oscars und wurde laut dem American Film Institute als einer der größten romantischen Filme der Geschichte anerkannt. Should have warned you scuzzy female types all about the Puget dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. Richards Filmografie erweiterte sich dann mit den Filmen The Honorary Council und Breathless. Und 1984 spielte er die Hauptrolle in dem Gangsterfilm The Cotton Club unter der Regie von Francis Ford Coppola, wo er sich an seine Jugend erinnerte und Trompete spielte. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it.
You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Erstaunlicherweise war der Film trotz einer brillanten Besetzung und eines guten Regisseurs und einer Reihe nominierten Auszeichnungen ein Misserfolg an der Kinokassen. Das hielt Richard nicht davon ab, $2 Millionen für seine Rolle zu bekommen. Dann erschien der Film King David, das Drama Power, der Action-Thriller Miles from Home und die Thriller No Mercy und Internal Affairs, die $1.5 Millionen gebracht haben. Der wahre Ruhm kam für Gia, als er fast 40 wurde. Im Film Pretty Woman, das ursprünglich als Drama konzipiert war, wollte Richard kategorisch nicht spielen. Das Drehbuch gefiel ihm nicht, das wurde auch später stark geändert. Richard langweilte sich mit der Rolle, die auf seinem Image des Liebhabers basierte. Aber sein Agent überzeugte ihn, für die Hauptrolle ausgewählte Schauspielerin zu treffen, und Julia Roberts überredete ihn, an dem Film teilzunehmen. Es ist immer noch bis heute ein Geheimnis, wieso der Film so erfolgreich wurde. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. In die Produktion wurde weltweit $40 Millionen investiert und die Einnahmen betrugen $463 Millionen. Vielleicht liegt der Grund in der Chemie, die am Set zwischen den Darstellern der Hauptrolle entstand. Die Autoren mussten das Ende umschreiben, um ein Happy End zu erzielen. Zunächst sollte Edward mit der Leiter zu Vivian hochklettern, die der Prinz ihrer süßen Träume war. In der ursprünglichen Geschichte stieß der reiche Mann das Mädchen aus dem Auto und warf ihr Geld. So sollte der Film enden. Gere selbst mag Pretty Woman aus vielen Gründen nicht und hat dies in Interviews betont. Umso mehr freute er sich über das Angebot des Meisters des japanischen Kinos Akira Kurosawa, der ihm eine kleine Rolle in den Antikriegsfilm Rhapsody in August gab. Am Set musste Gere auf Japanisch sprechen, das er nicht beherrschte. Die Repliken wurden auswendig gelernt. Der Regisseur war sehr besorgt, dass er die Arbeit eines Hollywood-Stars nicht bezahlen konnte, aber Gere versicherte ihm, dass er umsonst spielen würde. Am Ende zahlte der Regisseur ihm einen symbolischen Betrag, bezahlte auch die Flugkosten und Gere bot an, Tickets für seine Freundin zu kaufen, falls sie nach Japan fliegen wollten. Eine solche Freundin war Cindy Crawford, die bereits seit einem Jahr seine Frau war. Eines der schönsten Paare der damaligen Zeit erschien 1988 und 1991 fand die offizielle Hochzeit in Las Vegas statt. Die Zeremonie war bescheiden, es gab nur 4 Trauzeugen und die Ringe, die die frisch Vermählten austauschten, hatten sie selbst aus Kaugummifolie gemacht. Viele halten die Hochzeit in Las Vegas für ein schlechtes Zeichen und vielleicht bedeutet es auch etwas, denn 1995 ließ sich das Paar scheiden. Gere und Crawford beschlossen, keine Tragödie daraus zu machen. Es ging schnell und ruhig zu Ende und dann wählte jeder seinen eigenen Weg. Geres damaliger Weg führte nach Tibet, er traf Dalai Lama und wäre beinahe Mönch geworden. Doch der Schauspieler hatte Leben und Energie, die nicht in die einsame Routine eines Klosterbruders passte. Seitdem war er von Tibet begeistert und liebte es von ganzem Herzen. Richard begann, sich leidenschaftlich über die Notlage der Region zu äußern, wo immer er konnte. Bei einer politischen Versammlung rastete er völlig aus und versprach, die Chinesen allein zu bekämpfen, wenn Tibet nicht geschützt würde. Die Rede löste einen Rausch im Saal und nur eine Frau fand die Kraft, das Pathos auf einen Witz zu reduzieren. Das war die Schauspielerin Carrie Lowell, das berühmte Bond Girl aus dem Film License to Kill. Schon bald wurde Lowell die zweite Ehefrau von Herr Gere. Im Jahr 2000 bekam das Paar einen Sohn, das sie nach Richards Großvater Homer benannten. In der Zwischenzeit entwickelte sich die Filmkarriere von Richard Gere. Er spielte in Filmen wie Final Analysis, wo er auch Produzent war, And the Band Played On, Mr. Jones, First Night, Red Corner und Prime Appear. Für die Rollen in den Detektivmelodramen Summer By und in dem Drama Intersection erhielt der Schauspieler 5 bzw. $7 Millionen. Und in dem Action-Thriller The Jekyll spielte er mit Bruce Willis. Die Zusammenarbeit der beiden klappte jedoch so schlecht, dass sie sich geschworen haben, nie wieder gemeinsam zu drehen. Give over Preston. Who are you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. Oh, that fella. The mystery man. Gere hätte eine Hauptrolle in Die Hard spielen können, aber er lehnte aus irgendeinem Grund ab. Währenddessen beschlossen die Macher von Pretty Woman, das Duo Richard Gere und Julia Roberts in der romantischen Komödie Runaway Bride wieder auferstehen zu lassen. Der Film war ein Erfolg, spielte $300 Millionen an den Kinokassen ein und Gere bekam eine Gage von $13 Millionen. Unmittelbar nach diesem Film zeigte er sein dramatisches Talent in der Rolle eines reichen Mannes, der Krankheit und dem Tod seiner Geliebten machtlos gegenüberstand. Das war der Film Autumn in New York, wo er mit Winona Ryder spielte. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous.
Yeah? But, oh dear. It must be me. Dann spielte er in dem mystischen Thriller The Mothman Prophecies und im Drama Unfaithful. Sie brachen dem Schauspieler gemeinsam 30 Millionen Dollar ein. Ein weiteres Werk von Gier war am Anfang der Nulljahre das Melodrama Dr. T and the Woman über den Erzgynäkologen. Um sich besser auf die Rolle vorzubereiten, nutzte Gier die Gelegenheit, die Arbeit auf der Bindungsstation zu studieren, als seine Frau ihren Sohn zur Welt brachte. 2002 sorgte Richard Gere mit der Veröffentlichung des Musicals Chicago erneut für weltweit Aufsehen. I could be an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Das Meisterwerk begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die Experten, die es für gleich 13 Oscars nominierten. Auch BAFTA, Golden Globe und Grammy, die buchstäblich viele Auszeichnungen gaben, schätzten den Film auch. Persönlich gewann Gere einen Golden Globe als bester Darsteller in einer Komödie oder einem Musical. Übrigens hätte die Rolle des künstlerischen Anwalts auch an den Schauspieler Hugh Jackman gehen können, der sie jedoch ablehnte, was später sehr bereute. Interessanterweise sollte die Verfilmung von Chicago bereits in den 70er Jahren mit Frank Sinatra und Liza Minnelli und Goldie Hawn in den Hauptrollen stattfinden. 2004 erschien das Remake der japanischen romantischen Komödie Shall We Dance, in der der Schauspieler mit Jennifer Lopez und Susan Sarandon die Tanzfläche rockte. Übrigens hatte er mit Susan in den frühen 80er Jahren eine Liebesbeziehung gehabt. Beverly, dance with me. I don't know how. Yeah, you do. No, yeah, you've been dancing with me for 19 years. Die nächsten Jahre widmete sich der Schauspieler Filmen, die nicht viel Lob ernteten. B-Season, The Hoax, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party und Nights in Rodanthe. Ein weiterer Aufschwung kam erst 2009, als der Schauspieler die Hauptrollen in dem unglaublich rührenden, liebenswürdigen und traurigen Film Hachi, A Dog Story spielte. Alright, come here, come here, come here, come here, come here. Okay, it's alright. Let's see if I can go, alright? Stay, go home, go on. Während sentimentale Zuschauer in aller Welt keine Zeit hatten, die Taschentücher zu wechseln, spielte der Film weltweit 50 Millionen Dollar ein. Nach dem biografischen Film Amelia, den Krimis Brooklyn Finest und The Double und auch einem anderen Dokumentarfilm über einen buddhistischen Lehrer Brilliant Moon, erschien der Film Arbitrage, in dem Gere erneut mit Susan Sarandon spielte. Our teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around five things. M. O-N-E-Y. Was das Freshman Econ? Das war ein 5th Grade Econ. Für seine Leistung wurde Richard Gere für einen Golden Globe nominiert. 2003 ging die Ehe von Gere in die Brüche, als seine Frau herausfand, dass er eine Affäre mit einer indischen Fernsehmoderatorin hatte. Die Trennung war dieses Mal eine harte Prüfung für Gere. Es gab viele Anschuldigungen seitens seiner Frau und viele finanzielle Forderungen. Aber bald fand der Mann seine neue Liebe. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schauspieler bereits zwei geschiedene Ehen und eine Reihe von Romanzen. Seine Partnerinnen galten zu verschiedenen Zeiten Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Prost und ein Dutzend weiterer Hollywood-Schönheiten. Aber es scheint, dass Gere seine Suche jetzt aufhören will. Auf einem der Festivals lernte er Alejandra Silva kennen, eine Journalistin und Tochter des ehemaligen Managers des Fußballvereins Real Madrid. Der Altersunterschied von 34 Jahren war kein Problem für die Silberfuchs. So wurde Richard Gere in Hollywood wegen seiner kategorischen Weigerung, seine prächtigen grauen Haare zu färben, genannt. Und drei Jahre später führte er seine Auserwählte vor dem Traualtar. Die bescheidene Feier fand in April 2018 in New York statt und brachte nur einen Kreis der engsten Freunde des Paars zusammen. Ein Jahr später bekamen sie einen gemeinsamen Sohn, Alexander, und im Jahr 2020 wurde ein weiterer Erbe geboren, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde. Jetzt muss er sich nicht über die Gagen Gedanken machen und kann die Arbeit einfach mit Geschmack aussuchen. In letzter Zeit hat er zunehmend in Autoren- und Low-Budget-Filmen mitgewirkt. Dazu gehören solche Filme wie Movie 43, die Dramen Time Out of Mind, The Benefactor, Norman, The Moderate Rise and the Tragic Fall of a New York Fixer und Three Christs, das Melodrama The Second Best Exotic Marigold Hotel, der Thriller The Dinner
und die Miniserie Mother, Father, Son. Im Januar 2023 lief die Komödie Maybe I Do an die Leinwand und der Schauspieler spielte die Hauptrolle. Das Vermögen von Richard Gere wird auf 120 Millionen Dollar geschätzt, was ihn zu einem der reichsten Schauspieler macht. Er hat Werbeverträge mit der italienischen Automarke Lancia, dem Zahlungssystem Visa, der Marke für Sprudelgetränke Orangina und anderen abgeschlossen. Er investierte in ein kleines Luxushotel Bradford Post Inn, er befindet sich in einem Vorort von New York. Das Hotel bietet seinen Gästen Meditation, Yoga und köstliches Essen aus Bioprodukten von seiner eigenen Farm. Gere selbst lebt mit seiner Familie in einer geräumigen Villa, die nur eine Autostunde von Manhattan entfernt ist. Die Villa ließ er 2020 für 10 Millionen Dollar renovieren. Die Gesamtwohnfläche beträgt 800 Quadratmeter. Es gibt 7 komfortable Schlafzimmer, Wohnräume und einen Weinkeller. Das Paar entschied sich, noch ein Grundstück zu kaufen mit einem Swimmingpool, um sein Grundstück bis zu 14 Hektar zu erweitern. Experten schätzen den Wert des Geschäfts auf etwa 700.000. Bis 2022 besaß Richard fast 35 Jahre lang ein anderes Haus in Proud Ridge. Das Haus, das er für 1,5 Millionen Dollar gekauft hatte, wurde für 24 Millionen Dollar verkauft. Die charmante, geräumige Villa im Kolonialstil ist über 1000 Quadratmeter groß und verfügt über einen Swimmingpool und einen Zugang zum Teich. Das ist nicht das einzige günstige Geschäft, das er machte. So verkaufte er zum Beispiel sein Luxushaus in Southampton für 36 Millionen Dollar, das er selbst 2006 für 6,5 Millionen Dollar kaufte. Seit 2016 besitzt er eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Gramercy Park für knappe 2 Millionen Dollar. Die Wohnung besteht aus 2 Schlafzimmern und einem Wohnzimmer, das der Schauspieler nach seinem Geschmack renoviert und eingerichtet hat. Er ist bekannt, dass sein Freund, der Schauspieler und Fernsehmillionär Jim Fallon, ihn zu diesem Kauf überredet hatte. Bis 2011 hatte Gere eine andere Wohnung, die er über 20 Jahre lang besaß und für 2,6 Millionen Dollar verkaufte. Jetzt kann die geräumige und helle Wohnung jeder für 20.000 Dollar im Monat mieten. Richard Gere ist ein überzeugender Buddhist und ein lebensfreudiger Mensch. Er ist ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen Ungerechtigkeit und ein Verfechter der Wiederherstellung des Friedens. Er kämpft nicht nur für die Freiheit Tibets, was ihm ein besonderes Einreiseverbot nach China einbrachte, sondern er setzt sich auch für die Umwelt, Gesundheit und die Menschenrechte ein. Auch aktuelle Ereignisse haben ihn sehr verärgert. Er hat sogar eines seiner Autos versteigert, um den Erlös für wohltätige Zwecke zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine zu spenden. Jaguar XK8 Cabriolet aus dem Jahr 1999 wurde für 31 Dollar versteigert. Dieses schöne Auto hat ein 5-Gang-Automatikgetriebe und einen 4-Liter Motorhubraum. Zum Zeitpunkt des Verkaufs betrug der Kilometerstand 50.000 Kilometer. Normalerweise wurde der Schauspieler am Steuer eines Audi RS6 gesehen. Er hat alles, wovon man nur träumen kann. 3 Söhne, eine geliebte Frau, Ruhm und Reichtum. Es scheint, dass die Theorie, dass das Gute immer zum Guten zurückkommt, in seinem Lebensweg eine direkte Bestätigung findet. Sein Motto: Hört auf, euch etwas Zeitrangiges zu behandeln. Esst gutes Essen, geht in die Sonne spazieren, springt in den Ozean, teilt die kostbare Wahrheit mit, die euch auf dem Herzen liegt. Seid albern, seid liebt, seid selbstsam. Für das andere gibt es einfach keine Zeit. Sind Sie mit der Aussage des Silberfuchses einverstanden? Thank you. Liked bitte das Video und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen.